Streiten die Bürger darüber, ob es nach mehr als zwei Jahrzehnten einen Machtwechsel geben wird. Aktuell regiert an der Saar eine große Koalition unter Führung der CDU. In letzten Umfragen lagen allerdings die Sozialdemokraten vorne. Der amtierende Regierungschef Hans könnte somit von der SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger abgelöst werden. Im Wahlkampf-Endspurt warb Hans bis zuletzt um Wählerstimmen. Tobias Hans ist zurück. Nach 10 Tagen Corona-Isolation kann der CDU-Spitzenkandidat endlich wieder persönlich Wahlkampf machen. 2 Tage vor der Wahl geht es für den amtierenden Ministerpräsidenten um alles. In letzten Umfragen liegt die CDU deutlich hinter Koalitionspartner SPD. Hans gibt sich dennoch kämpferisch. Wir sehen, dass wir rund 40% Menschen haben, die sich noch nicht entschieden haben, ob und wen sie wählen. Und das bedeutet, der mobilisiert, am besten mobilisiert, der wird am Ende die Nase vorn haben. Und da ist tatsächlich alles noch drin. Trotzdem, für Herausforderin Anke Rehlinger läuft es deutlich besser. Die SPD-Spitzenkandidatin wittert Morgenluft. Aktuelle Umfragen sehen nicht nur ihre Partei, sondern auch sie selbst vorne. Die SPD plakatiert die 45-Jährige bereits als Ministerpräsidentin. Ja, die Chancen stehen nicht schlecht. Zumindest geben uns die Umfragen darauf einen Hinweis. Aber jede Stimme zählt und wir wollen vor allem aus dieser guten Stimmung jetzt ganz konkrete Stimmen machen. Für die an der Saar traditionell starke Linke könnte es wegen parteiinternen Streits und dem Austritt von Zugpferd Oskar Lafontaine diesmal knapp werden. Gregor Gysi unterstützt Spitzenkandidatin Barbara Spaniol. Die setzt auf Attacke. In diesem Land ist wirklich jeder Kindergeburtstag besser organisiert als das staatliche Krisenmanagement. Die AfD könnte laut Umfragen trotz heftiger interner Querelen erneut in den Landtag einziehen. Bereits länger nicht mehr dort vertreten, FDP und Grüne. Auch diesmal müssen sie zittern. Kommen sie rein, könnten sie für spannende Sondierungen sorgen. Ansonsten bleibt es wohl bei der GroKo, möglicherweise aber unter anderen Vorzeichen. Und mein Kollege Nils Krauser steht in Saarbrücken vor einem Wahllokal. Nils, Umfragen zufolge sieht es ja danach aus, als könnte Anke Rehlinger von der SPD die nächste Ministerpräsidentin im Saarland werben. Welche Gründe gibt es denn dafür? Ja, Anke Rehlinger ist es offensichtlich gelungen, den richtigen Ton zu treffen. Sie kommt in den Umfragen bei den Saarländern sehr gut an. Sie liegt sowohl bei den Kompetenz- als auch bei den Sympathiewerten vorne. Sie hat mit dem Thema Arbeitsmarkt das richtige Thema getroffen. Gerade im Auto- und Stahlland Saarland sind die Arbeitsplätze eine sehr wichtige Frage. Hier ist es ja gerade eine sehr angespannte Situation. Außerdem hat sie auch schon Wahlkampferfahrung bzw. auch Erfahrung als langjährige Ministerin. 2017 ist sie gegen Annegret Kramp-Karrenbauer angetreten, hat damals noch verloren, ist also ein bisschen ein gebranntes Kind, aber hat natürlich auch Wahlkampferfahrung und die bringt sie jetzt auch mit, findet den richtigen Ton, kommt gut an. Anders geht es Tobias Hans. Er hat keine Wahlkampferfahrung, hat 2018 das Amt des Ministerpräsidenten von Annegret Kramp-Karrenbauer geerbt, die als CDU-Generalsekretärin nach Berlin gegangen ist. Und mit ihm geht auch die Corona-Politik nach Hause, für die es auch viel Kritik gab. Das ist natürlich ein Nachteil für ihn. Letztens hat er noch mal versucht, auf die Spritpreisbremse zu setzen. Eigentlich ein gutes Thema, aber dann hat er mit einem Twitter-Video für negative Schlagzeilen gesorgt. Und das ist dann nach hinten losgegangen. Insgesamt gibt er sich modern, setzt auf Social Media nicht unbedingt die richtige Strategie, um bei den Saarländern zu punkten, offenbar. Insgesamt ist es auch so, dass die CDU seit 1999 schon dran ist. Es gibt also auch eine Wechselstimmung im Saarland. Gerade er, der ja als Hoffnungsträger der CDU galt. Ja, die Frage ist aber, wie sieht's mit den kleineren Parteien aus? Bei fast allen ist ja nicht sicher, dass sie ins Parlament einziehen. Werden Sie das Zünglein an der Waage? Auf die kleinen Parteien kommt es jetzt in der Tat an. Schauen wir mal auf die kleinen Parteien. Bei der Linken sieht es so aus, dass sie im Moment laut Umfragen nicht ins Parlament reinkommen würde. Das liegt daran, dass die Partei schon lange sehr stark zerstritten ist. Und vor allem der Streit mit der ehemaligen Galionsfigur Oskar Lafontaine hat hier natürlich dazu geführt, dass die Partei nicht mehr die gewohnte Stärke bringen kann. Unter Oskar Lafontaine hatte die Partei sogar mal über 20%. Also ist das schwierig. Bei den Grünen ähnlich, auch eine sehr zerstrittene Partei. Die hat sich jetzt wieder gefangen. Allerdings sind jetzt die neuen Kandidaten weitestgehend unbekannt.
Bei der FDP ist es ähnlich. Die haben zwar keine Streitigkeiten, aber die Kandidaten sind auch nicht sehr bekannt im Saarland. Die AfD kann es wahrscheinlich schaffen, liegt so in den Umfragen bei ungefähr 6,5%. Dankeschön nach Saarbrücken, Nils Krauser.